Prostataprobleme. Viele Männer haben Prostataprobleme. Wie erkennt man? Öfter, wenn ein Mann sehr oft ins Klo, also geht Pipi machen, und wenn ein Mann klare Prostataprobleme hat, das erkennt man. Was kann man da machen? Und allgemein Prophylaxe, was kann man da machen? Ganz einfach, nimm mal bitte Kürbiskerne, grün, also mit der feinen Schale grüne, legt man das ungefähr so, sag mal, 500 Gramm im Schnellmixer, in Schnellleistungsmixer mit Vitamix. Es wird zum Mehl gemacht. Danach nimmst du das raus, tust du ungefähr 3 Esslöffel gute Honig, vermischst du das im zusammen und machst Kugeln. Und nach genau 14 Kugeln, jeden Tag ein Kugel 14 Tage lang, und du merkst, wie es schnell geht vorbei. Und das ist nicht nur beim Prostataproblemen, das ist auch gegen Parasite, Würmer. Das kann man sehr gut Kinder anbieten, auch Ersatz vom Praline oder Bonbons. Also ihr wird merken, das ist auch sehr guter Nährstoff, sehr viele Vitamine, Mineralien, aber auch sehr gute Mittel, welche auch als Antioxidant bekannt, und die sind einfach lecker. Probier mal das, und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, ciao.